Hallöchen Minecrafter und willkommen auf meinem Server und bei meinem ersten sprachlich begleiteten Redstone-Video. Ja, bis jetzt habe ich noch nie eins aufgenommen, weil ich einfach kein Mikrofon zur Verfügung hatte. Ich habe bis jetzt immer nur so schnöde Videos mit englischem Titel gemacht. Aber jetzt, da ich endlich ein Mikrofon besitze, habe ich mir gedacht, komm, machst du auch mal eine Beschreibung von deinem coolen Word-Prozessor, den du zusammen mit deinem Bruder gebaut hast. Ja, mein Bruder heißt Psychogear auf YouTube und in Minecraft. Ich werde jetzt hier einfach mal seinen Namen einblenden und seinen YouTube-Kanal als Link. Dann werdet ihr ihn auf jeden Fall wiederfinden. Ja, worum geht's hier? Wenn ihr meine Videos schon kennt, dann seht ihr, dass das mein Word-Prozessor ist. Beziehungsweise die zweite Version von ihm. Ja, das ist ein Redstone-Computer, in Anführungszeichen. Deswegen kein richtiger Computer, weil wir keinen Prozessor benutzen, der Binärcodes verknüpfen kann, beziehungsweise Wahrheitswerte ermitteln kann, sondern wir haben hier einen sehr einfachen Prozessor. There it is, der einfach nur zwei Koordinaten berechnet für die Position des Buchstabens, der bearbeitet wird. Das heißt, nichts wirklich Großes, obwohl das gesamte System doch schon sehr groß ist. Nur die Berechnung ist im Prinzip relativ einfach, da kommen wir gleich zu. Ja, also deswegen Anführungszeichen Computer, weil es eigentlich nur Buchstaben berechnen kann, diese durch eine ROM schickt, welche dann ausgegeben werden und in einer Festplatte abgespeichert werden. Ja, das ist das gesamte System. Beim Drüberfliegen kann ich euch jetzt schon mal sagen, was ist. Das hier ist der Festplattenbereich. Hier werden alle Binärcodes abgespeichert, die für die Ausgabe der Buchstaben verantwortlich sind. Das heißt, wir haben hier für jede der 6 Zeilen und der 10 Buchstaben in jeder Reihe einen Speicherslot, das heißt 10 mal 66 Buchstaben mal 8 Binärcodes. Könnt ihr euch selber ausrechnen, habe ich gerade nicht im Kopf. Das hier sind die daran angeschlossenen Binärdecoder. Das heißt, das jeweilige gerade zum Ausgeben freigegebene Binärsignal wird hier in die Decoder geleitet, je nachdem, ob dieses Signal oben oder unten im Bildschirm ausgegeben werden soll. Und in diesen Decodern wird dann festgelegt, welcher Buchstabe überhaupt das dem Binärsignal entspricht. Das heißt, wenn wir hier eine 00001 dran haben, sage ich einfach mal, das ist ein A, dann wird das hier durch dieses System geschickt. Und der einzige Ausgang in diesem Decoder, der diesem Signal entspricht, ist das kleine A. Das heißt, das kleine A wird angehen und auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Ja, das passiert in allen von diesen Buchstabenslots. Das heißt, wir haben für jeden verfügbaren Buchstaben aus dem Display den einzelnen Decoder, da wir jederzeit die Zeilen bzw. die Buchstabenslots wechseln können und da der Rest noch im System abgespeichert ist, müssen wir halt manuell dank den Decodern kurzfristig die Buchstaben wechseln, deswegen dieses riesengroße System hier vorne. Ich sehe gerade, hier unten ist noch nicht ganz geladen, deswegen fliege ich mal kurz darunter. Ja, das Ding ist riesengroß, wir haben schon viele Kommentare dazu bekommen, warum wir das ganze Ding nicht mit Command-Blöcken gebaut haben. Und das hat folgenden Grund, und zwar sind wir ja, so richtige Survival-Nerds, was nicht bedeutet, dass wir das in Survival gebaut haben. Allerdings wollen wir versuchen, alle Systeme, die wir bauen, survival möglich zu machen. Das heißt, rein theoretisch kann jeder von euch sich in seiner kostbaren freien Zeit hinsetzen und die gesamten Dinger, die wir vorstellen, im Survival-Modus bauen. Wird zwar Ewigkeiten dauern, ist aber möglich, da wir keine Command-Blöcke benutzen, wir benutzen keine Mods, wir benutzen keine Spawner oder irgendwas, was nur, ja, was heißt gecheatet, aber nur dank Mods ins Spiel gekommen ist, beziehungsweise möglich geworden ist. Ja, das Ganze würde auch funktionieren, wenn man keine Befehle hätte, das heißt, wenn ihr den GIF-Befehl nicht anwenden könnt, ihr könnt euch alles, was hier gebaut worden ist, craften oder in der Minecraft-Welt abbauen. Ich rate euch trotzdem nicht, das Ganze in Survival zu bauen, ist einfach nur totaler Schwachsinn und Bullshit, aber es ist möglich. Das war uns sehr wichtig, weil wir uns einfach mal geschworen haben, dass wir alles vanillafähig halten und das haben wir bis jetzt auch geschafft. Wenn ihr in unseren Projekten hier und da mal einen Command-Block sehen solltet, dann seid versichert,
dass wir diese Command-Blöcke nicht zu irgendwelchen Berechnungszwecken nutzen, beziehungsweise zu irgendwelchen, um Variablen abzuspeichern oder so, sondern wir benutzen die nur, um entweder die Tageszeit zu ändern. Das machen wir relativ häufig, weil wir einfach zu faul sind, in dem Chatmenü einzugeben, dass es wieder Tag sein soll. Die könnt ihr gedroht weglassen, die Command-Blöcke, weil muss man ja nicht zwangsläufig die Tageszeit ändern. Und um Ausgaben im Chat zu bekommen. Die braucht man für unsere Projekte grundsätzlich auch nicht. Ist halt meistens so eine Schönheitssache, wenn man was macht, dass dann auch eine Rückmeldung aus dem Chat kommt. Das hat allerdings meistens nichts mit dem System selbst zu tun. Das heißt, wenn man diese Command-Blöcke weglässt, funktioniert das ganze System weiterhin. Ja, so viel dazu. Wollen wir uns mal hier mit dem System beschäftigen, warum wir eigentlich aufnehmen, dem Word-Prozessor. Ja, wie ihr seht, haben wir ein großes Display mit zwei Zeilen und 10 Buchstabenslots. Ich schmeiße das ganze Ding mal an. Ja, man kann das ganze System mit Hilfe einer Tastatur steuern. Das heißt, alle für das System notwendigen Knöpfe befinden sich hier auf der Tastatur. Oh, es ist schon was eingespeichert. Das wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt einfach mal drauf los aufgenommen, ohne zu gucken, ob was drin steht. Wie ihr seht, hat sich hier schon jemand verewigt. Wunderschön, ne? Hi, bye, for. Cool. Da war jemandem langweilig. Ja, ich löse einfach mal den Text mit Clear All. Eine schöne nützliche Funktion, die wir eingebaut haben. Tada. Jetzt dürfte innerhalb kürzester Zeit alles verschwinden, was auf dem Display steht. So, da wir gerade hier sind, erkläre ich euch. Boah, das leckt ganz schön, wenn ich Clear All mache. Das liegt daran, weil er systematisch alle Speicherplätze, egal ob sie belegt sind oder nicht, löscht in der Festplatte. Das heißt, er aktiviert kurzfristig alle Speicherplätze und löscht sie, um sicherzustellen, dass sich nichts mehr in der Festplatte befindet. Hat auch funktioniert, wie ihr seht, die erste Zeile ist weg und er ist automatisch an die erste Position in der ersten Zeile gesprungen, wo er eben auch schon war. Toller Videobeweis. ja, ich schweife ab. Dieses System basiert auf dem Binärsystem. Das heißt, wir übertragen Signale im Binärsystem. Das ist, soweit ich weiß, die zweitkleinste Möglichkeit, Signale zu übertragen. Also jetzt nicht von der Sparsamkeit her oder so, sondern einfach vom Zählen her. Die kleinste Möglichkeit und so ziemlich die schwachsinnigste Möglichkeit ist, glaube ich, das unäre Zählen. Das unäre Zählen bedeutet nichts anderes, als dass, wenn ihr 5 Werte habt, dass ihr dann auch 5 Leitungen habt, die an sind. Das heißt, wenn alle 5 Leitungen an sind, habt ihr den Wert 5. Wenn diese Leitung an ist, 1, wenn diese Leitung an ist, wenn die beiden Leitungen an sind, 2. Das heißt, die Anzahl der eingeschalteten Leitungen entspricht dem exakten Wert, den ihr übertragen wollt. Beim Binären ist das ein wenig anders. Da nutzt ihr alle Möglichkeiten der euch zur Verfügung stehenden Leitungen. Das heißt, die Kombinationen machen die Zahlensuppe hier vollständig. Ich werde das jetzt nicht erklären. Ich werde hier einen Link posten zu einem Video, wo ich in naher Zukunft erklären werde, wie binär und unär und der ganze Kram funktioniert. Ihr könnt euch aber auch, falls ihr da keinen Bock drauf habt, mir nochmal beim Labern zuzuhören, einfach selber googeln und bei YouTube gucken. Da gibt es genug YouTuber oder Minecrafter, die erklären, wie das funktioniert. So. Wenn ihr euch schlau gemacht habt, was binär ist, oder wenn ihr es bereits wisst, dann seht ihr hier, dass jede von diesen Querstreben, die einem Buchstaben, einer Zahl oder einem Sonderzeichen entspricht, mit Fackeln an darunterliegende Querstreben angeschlossen sind oder auch nicht. Das entspricht dem binären Code, das heißt, wir haben hier 7 Leitungen unten drunter, die für die Übertragung in den Computer, also in die Festplatte zuständig sind. Und diese Querstrebe hier oben drüber entscheidet, welche von diesen Bits, also von diesen 7 Bits, aktiviert werden. Das heißt, bei der 1, das hier müsste die 1 sein, wird dieser Bit aktiviert, dieser und dieser. Das ist also das binäre Signal für eine 1. Das heißt, wenn wir irgendwo in diesem Komplex das Binärsignal in dieser Form finden, entspricht das einer 1 auf dem Display. So. Jede von den Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen auf der Tastatur hat solch eine Querstrebe mit der jeweiligen Kombination. Jede Kombination ist natürlich sinnvollerweise einzigartig, das heißt, keine kommt doppelt vor, was natürlich Schwachsinn wäre, ansonsten wäre A und B einfach nur A, was wir nicht wollen. Ja, wir demonstrieren das Ganze einfach mal.
Wenn ich jetzt 1 drücke und ich schnell genug bin, dann seht ihr, dass ganz kurz das binäre Signal von 1 in die Querstreben geleitet worden ist und dass jetzt eine 1 auf dem Display angezeigt wird. Cool, funktioniert schon mal. Okay, die restlichen Knöpfe, die hier vorhanden sind, funktionieren nicht mit dem Binärsystem. Hier hat jede einzelne Sondertaste, also die Pfeiltasten, Enter, Backspace und so weiter und so fort, ihre eigene Leitung. Das heißt, jede Leitung führt direkt dahin, wo etwas gemacht werden soll. Das Ganze im Binärsystem zu verschachteln wäre totaler Schwachsinn, weil die Leitungen sowieso nachher irgendwo anders hinführen. Das heißt, wir müssen das dann zwischendurch wieder auflösen und umwandeln und mit Decodern und hast du nicht gesehen. Völliger Quatsch. Deswegen hat jede Leitung ihren eigenen Knopf und ihr eigenes Ziel. So, hier haben wir schon einen Command-Block als Videobeweis. Der dient nur dazu, um uns schnell nach da hinten zu teleportieren, weil wir keinen Bock hatten, jedes Mal dahin zu fliegen und wieder zurück. Ja, so viel dazu. Wir haben eine Groß- und Kleinschreibefunktion eingebaut. Dafür ist ein separater Bit zuständig, der achte Bit. Den werdet ihr hier in diesen Querstäben nicht finden. Dieser achte Bit findet sich ganz einfach separat. Das heißt, je nachdem, ob man diese Taste drückt oder nicht, wird er aktiviert oder nicht. Und er macht sich dann auch nur in dem Decoder bemerkbar, der achte Bit. Dann wird nämlich einfach zwischen dem unteren Decoderteil und dem oberen Decoderteil unterschieden, nämlich unten sind die kleinen Buchstaben und oben sind die Großbuchstaben. Und dann springt er einfach vom unteren Decoderteil in den oberen Decoderteil, wodurch dann einfach der Buchstabe groß oder klein wird. Entschuldigung. So viel dazu. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, wo ist denn das A? Da, ein kleines A schreibe, wird einfach ganz normal der Binärcode von dem kleinen A in das System geladen, in den jeweiligen Speicherplatz. Das ist jetzt gerade der Speicherplatz Nummer 2 aus der ersten Zeile. Dort wird der gerade abgespeichert. Ich kann auch jetzt sogar nachgucken, welcher Binärcode das ist. Ne, kann ich nicht, ist alles ein bisschen eng hier. Oder doch, der hier. An. Das heißt, die ersten beiden Bits sind aktiv. Die letzten beiden, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das das Signal für klein a. Groß A hat genau das gleiche Binärs, den gleichen Binärcode. Wenn ich jetzt also Shift drücke, Shift bedeutet einmalig groß schreiben. So wie auf der Tastatur, wenn ihr für einfach für einen Buchstaben Shift gedrückt haltet. Wenn ich jetzt nochmal A drücke, wird das gleiche Binärsystem, der gleiche Binärcode in das System geladen. Und tada, es erscheint ein großes A, was daran liegt, dass einfach hier unten der achte Bit durch die Shift-Taste mitgenommen worden ist. Das kann ich euch jetzt schwer zeigen, weil das Ganze so verschachtelt ist. Ich glaube, das führt hier runter, hier zur Seite und hier in den achten Bit rein, wenn das der achte Bit ist. Ich glaube schon. Ja, und wenn nicht, dann ist es auch egal. Weil ich jetzt nicht jede einzelne Leitung nachverfolgen werde, wo sie hinführt und was sie macht. Ist jetzt fast ein halbes Jahr her, dass wir das Ding gebaut haben. Von daher verzeiht mir kleinere Fehler, die ich mache. Aber das System kann ich euch trotzdem ziemlich gut erklären. So, wir haben einen Detektor hier in das System angeschlossen, weil wir im ersten Word Processor, den gebaut haben, festgestellt haben, dass zu schnelle Eingabe von Befehlen eventuell das System überlasten kann, wodurch Fehler entstehen. Dann können nämlich zum Beispiel sich zwei Binärsignale überlagern und dann in einen Speicherplatz geschrieben werden, was dazu führt, dass ihr nicht den ursprünglichen Buchstaben habt, sondern einfach eine Buchstabensuppe. Das Ganze haben wir verhindert, indem wir einen Detektor angeschlossen haben. Das heißt, sobald eine von diesen Leitungen gedrückt wird, wird ein Signal abgespalten. Das müsste man relativ gut hier unten sehen. Ja, jeder von den vorhandenen Bits hat eine Fackel. Und sobald die Bits aktiv werden, also das Signal hier oben ausgeht, geht diese Querleitung hier an. Das Signal wird hier in diesen Counter geleitet. Und der verhindert für eine gewisse Zeit, ich glaube für ungefähr 4 oder 5 Sekunden, die weitere Eingabe von Buchstaben. Das heißt, wenn ihr dann nochmal einen Knopf drückt, passiert einfach nichts, weil das Signal nicht durchgeleitet wird. Es wird einfach nur ignoriert. So, das Ganze sehen wir hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel die 4 drücke, geht für eine gewisse Zeit hier unten am Boden die Lampen an und nach einer gewissen Zeit gehen sie wieder aus. So, das heißt, sobald die Lampen aus sind, kann ich wieder schreiben. Das haben wir ausprobiert. Das ist genau die Zeit, die das System braucht, um diese Zahl oder diesen Buchstaben zu verarbeiten. Danach kann man ohne Probleme einen weiteren Buchstaben drücken und es wird einfach weitergearbeitet ohne Überschneidung.
Das kann man direkt mal ausprobieren. Ich drücke G. Die Lampen gehen an. Und sobald sie ausgehen, werde ich H drücken. Ist doch H, ne? Ja.